Heute ist der 27.12.2016. Die Nacht im Camp 1 war ruhig und recht angenehm. Heute scheint die Sonne. Ich freue mich, wenn ich gleich aus dem Zelt rausgehen kann. Aktuell versuche ich allerdings viel mehr, die gefrorene Filterblase ins Laufen zu kriegen, um überhaupt was trinken zu können. Hier ist unsere Küche. Hier ist Colbert. Und Bruno. Goes together. Buenos dias. Buenos dias. Guten Morgen. Moin moin. Das ist der beste Service, den man haben kann, auf der Höhe von knapp 6000 Metern. Gute Leute, zum Frühstück gibt es jetzt ein bisschen Porridge, ein paar Kekse und dann starten wir ab 9.30 Uhr durch. Hier geht gerade das große Packen los. Wir gehen nachher in diese Richtung hoch, über den Gletscher. Dort tragen wir dann auch Steigeisen. Das Backen bezieht sich darauf, dass wir hier einmal natürlich unsere eigenen Sachen haben. Einige der Teammitglieder haben die Möglichkeit gehabt, einen Träger zu buchen. Sehe ich persönlich etwas kritisch, wenn schon denn schon, hätte ich gesagt. Aber auf der anderen Seite, ja, wenn man das Gipfelziel so erreicht, ist das natürlich auch erfüllt. Hier sehen wir jetzt die Polentraverse. Das ist die Besonderheit an der 360 Grad Aconcagua Route. Viel cooler, viel entspannter als die Normalroute, weil weniger Touristen da sind. Aber dafür viel beeindruckender mit schönen Impressionen. Jetzt erreichen wir Camp 2, ca. 5500 Meter. Ein bisschen fertig bin ich mit meinem Gepäck. Freue mich jetzt auf eine Tasse Tee und mal etwas Deftiges statt der Süßigkeiten. Der 27. Dezember neigt sich dem Ende zu. Wir sind im Camp 2 mit massiven Kopfschmerzen. Mir persönlich geht es nicht ganz so gut, habe ein bisschen Magenprobleme. Morgen geht es dann zum Camp 3. Diese Neuigkeit haben wir heute erfahren. Das Wetter, das Zeitfenster für das gute Wetter, wirklich der 29. eigentlich nur noch ist. Und deswegen versuchen wir morgen durchzustarten. Das heißt jetzt ausruhen. So lange so tief schlafen, wie es geht. Morgen früh um 8 Uhr geht es dann weiter. Und dann gucken wir mal ins Camp 3, hier in die nächste Verletzung. Also irgendwie rockt das hier noch gar nicht so. Warten wir mal ab, es lohnt sich.